Ganz Twitter kocht aktuell vor Wut, denn die SPD-Chefin Saskia Esken hat wirklich mal einen riesigen Shitstorm ausgelöst, denn sie fordert nun, dass die verrohte Sprache, also sie fordert um Mäßigung und sie sagt halt einfach, dass die verrohte Sprache, diese vor allem vulgäre, harte Sprache, die zu Gewalt führt, strafrechtlich verfolgt werden muss. Und das sagt Frau Esken. Das ist die Frau, die kürzlich die AfD mit dem NS-Verbrecher Herrn Goebbels verglichen hat. Und dann jetzt sogar die Staatsanwaltschaft in Wien gegen sie ermittelt. Und sie sagt jetzt, dass solche Sachen strafrechtlich verfolgt werden müssen. Also an dieser Stelle der pure Vorwurf der Doppelmoral. Kommentieren Sie mir Ihre Einschätzung dazu in den Kommentaren.